Jetzt darf ich euch Partisanen der Kunst vorstellen. Ich weiß nicht, was ihr euch darunter vorstellt, aber wir haben heute Partisanen der Kunst. Das sind zwei Brüder, die uns jetzt ein bisschen was zu erzählen, zu zeigen, zu malen und mitzugeben haben. Freut euch mit mir zusammen. Ja, einen wunderschönen guten Abend und Boleslav, Kasimir Schankowski, halbe Stunde, enjoy the time. Im Lager. Wir haben alle im Lager gewohnt. Meine Mutter, mein Bruder und ich. In dem Lager waren viele Polen, aber auch Deutsche haben da gelebt. Ich war meistens zu Hause. Da war ein riesiges Haus. Wir hatten drei Zimmer und eine Küche. Jeder hatte seine Zimmer. Da wohnte auch ein Pole. Den haben wir kennengelernt. Mit dem haben wir uns angefreundet. Jeden Sonntag sind wir in die Kirche gegangen. Ein Pastor aus Oldenburg hat uns abgeholt. Wir sind mit dem Auto gefahren. In der Siedlung haben wir gespielt. Ein anderer Mann war Fotograf. Der hat mir Fotoapparate gezeigt. Ich wollte gerne bei ihm lernen, aber ich habe das überhaupt nicht begriffen. Da waren noch mehrere Männer. Einige sind zur Bundeswehr gekommen. Mein Vater war dabei, mein Onkel war dabei. Die haben Uniformen gekriegt und haben da geübt. Manöver. Die meisten konnten nicht lesen und schreiben. Die haben alle Polnisch gesprochen. Der Onkel in dem Lager in Lesum hatte viel Geld. Wir mussten uns später verstecken. Der Vater ist nach Kanada abgehauen. Ich gehe so durch die Straßen und denke so vor mich hin. Doch sagen will ich gar nichts. Du siehst so schöne Autos. Du siehst so schöne Kleider, doch sagen willst du nichts. Ich gehe so durch die Straßen und denk so vor mich hin, doch sagen will ich nichts. Du siehst so schöne Kleider, du siehst so schöne Autos, doch sagen willst du nichts. So ein Tag, der dürfte nie vergehen. So ein Tag, der dürfte nie vergehen. Ich gehe so durch die Straße und denk so vor mich hin. Du siehst so schöne Autos. So schöne Kleider, doch sagen willst du nichts. So ein Tag, der dürfte nie vergehen. So ein Tag, der dürfte nie vergehen. Ich denk so vor mich hin. 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 Eure Zeit. Eure Zeit nutzlos scheint gewesen zu sein.
Besinnung, Lauschen den Klängen. Das Klavier so sinnlich geborgen, zärtlich geborgen. Wieso dieses Gefühl? Ist es Mensch oder Instinkt? Provoziere die Epigonen. Und der Kapitalismus fängt an zu blühen, sich zu schmücken, deines Opfers Kunst. Der Ball. O welch Ruhm und Reichtum du gebärdest in dieser Welt, den süß duftenden Gelüsten dieser Welt widerstehen. Welch Stärke und Träume könnte man genießen? Der Blick, der Gang, nur eine Erscheinung, gar nur eine Erleuchtung. Welch Opfer, welch Siege, welch Verneigungen sind zu erbringen, um deinen Atem, deinen Hauch zu erfassen. Welch Huldigung sind dir genehm. Verständnis, Anerkennung, Botschaften, welch langer Weg führt zur Erkenntnis. Welch langer Weg zur Inspiration. Vielleicht ist das Licht kleiner, als ich dachte. Oder lebe ich in der falschen Zeit? Partisan der Kunst kommt daher, weil mutterseits unsere Mutter verschleppt worden ist in Arbeitslagern. Und die Schwester, dessen, also sozusagen unsere Tante, dessen Söhne waren Partisanen während des Zweiten Weltkrieges, die gegen die Nazis gekämpft haben und getötet worden sind. Und einer von denen war künstlerisch begabt oder veranlagt. Und er war Zeichner. Und das ist sozusagen eine Huldigung an unsere Familie. Welch langer Weg. Welch langer Weg führt zur Erkenntnis. Welch langer Weg. Welch langer Weg. Welch langer Weg. Was ist Erfolg? Was ist der Kunstmarkt? Wo ist der Kunstmarkt? Und was sich alles so tummelt auf dem Kunstmarkt? Was sich alles Künstler nennt? Und was sich alles Galerist nennt? Wahnsinnig. Und was macht ein Künstler aus? Die Frage stelle ich euch. Wolken. Ich stand an einem See und schaute nach oben. Die Sonne schien und die Wolken haben mich angeschaut. Da schoss ich mich selbst mit der Kugel in die Wolken und kam nicht mehr zurück. Welch ein Wunder. Wollust. Ich stehe vor der Tür und gucke bei der Nachbarin durchs Schlüsselloch. Fräulein, was machen Sie da? In der Küche sitze ich auf dem Stuhl. Ich bin etwas durcheinander und habe mir die Hände zwischen die Beine gelegt. Plötzlich kommt die Nachbarin zu mir, guckt in jedes Zimmer. Keiner mehr da. Stell dich an die Wand. Ich komme gleich.
Sehnsuchtsort. Wir fuhren in meine Heimat, eine süße Stadt, die Menschen freundlich, gutes Essen. Ich war glücklich und die Hühner haben gegackert. Klick, 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 klack, klack, kluck, kluck, da ist die Höhle. Wir machen gerade Pause. Unterwelt. Ich liege auf einer Pritsche und habe mehrere Lichter gesehen. Plötzlich habe ich den Doktor angeguckt und nach 10 Minuten bin ich eingeschlafen. Und plötzlich war der Doktor an meinem Körper und ich lag da wie ein toter Fisch. Ich kam aus dem Saal und fuhr nach oben und dann lag ich im Bett. Nach 20 Minuten bin ich aufgewacht. Man fragte mich, wie lange lagst du da? Ich wusste nicht, wie ich noch nach oben gekommen war. Das war berauschend. Ja, berauschend, ja. Da läuft er gerade. Ja, da ist er. Genau, da. Da ist er. Genau, da. Ja. Gehen so durch die Straße. Keiner spricht zu dir. Keiner sagt was. Keiner sagt was. Doch ich höre die Stimme. Keiner hat uns entdeckt. Aber wir haben die Kunst entdeckt. Ein Mädchen lächelt mich an. Das fiel mir gar nicht auf. Mein Freund sagte, da hat ein Mädchen dich angeschaut. Mir waren die Augen verblitzt und der Magen verdreht. Hier. Und da. Do. Die. Da. Ich. Das Wasser ist und du, da. Ich. Wo ist der? Und du. Der ist du gerade und weg. Ich. Ich Wir haben und du. In der Kuhle du gespielt. Und ich. Ich und du. Das Wir. War wunderbar. Wir. Sind alle, alle unter einem Zelt. Ja. Ja. Gut.
Ach, da ist er schon wieder. Ja, so spricht man in der Kunstszene. Der will sich ja nur wichtig machen. Will nur auf den Putz hauen. Kennen wir doch. Will er nur angeben, ne? Seit Jahrzehnten hört man das. Aber von denen, die damals sowas gesagt haben, die sterben oder sind gar nicht mehr am Leben. Wir sind noch da. Das ist das Ding. Be a Rockstar. Sonntagnachmittag und es regnet. Sitze allein zu Hause und denk so vor mich hin. Was soll ich machen? Die Gedanken laufen immer so weiter. Sitze hier in Bremen in meinem geliebten Findorf, den Bürgerpark vor der Haustür und träume, ein Rockstar zu sein. Und es regnet weiter. Aber es ist angenehm warm. Wir haben Oktober. Die Regentropfen laufen am Fenster runter. Be a Rockstar. Und sitze allein zu Hause. Meine Mama hat immer gesagt, geh raus in die Welt. Nur ein Koffer in deiner Hand. Die Welt ist dein Zuhause. Die Tränen fließen. Die Schuhe sind nass. Die Stromrechnung wurde wieder erhöht. Was soll ich machen? Kein Geld. Dieses Elend der Zivilisation. Geh joggen im Bürgerpark bei Wind und Wetter. Be a Rockstar. Spiele online. Be a Rockstar. Geh zu Gruppengesprächen, um mich weiterzubilden. Wie vor Jahrzehnten in meiner Studentenzeit in den 70ern. Und Baselitz bekommt einen Ehrenplatz in Paris an der Akademie der schönen Künste. Be a Rockstar. Be a Rockstar. Oh yeah, feel like a Rockstar. Dann traf ich Jimmy. Jimmy kommt aus Bremen, lebt jetzt in Schottland, nahe bei Aberdeen, im lustigen Schuster. Waren nicht verabredet, dann fuhr ich in den Kunstverein, der nachts noch aufhat. Und ich traf einen alten Freund, Hermann. Wir haben damals zusammen studiert, Kunst. Es war wirklich ein geniales Gespräch. Aber die Zeit, be a Rockstar. Be yourself, ja, wie ein Gejagter, wie ein Getriebener. 4.44 Uhr. Bilder haben wir gemacht. Ich habe nicht meine Vergangenheit ausgelöscht. Wo denkt ihr hin? Be a Rockstar. Be a Rockstar. Playback? Ja. Two songs. Two songs. Yeah. Jetzt kommt Movie Show. Ja. Let us go. Be cool, baby. Yeah, be cool, baby. I walk through the street and I sing just to myself. Can't say anything and I want to scream loud and wide. Loud and wide. Whenever I saw you, I saw that was you. You've been passing back and forth. You glow so like a butterfly. Like a butterfly. Next time I will keep you by my side. Stay with me, yes, stay with me. And don't think about it. Please give me a cigarette. Let us go to the next movie show. Nothing bad will happen to you. Let
Song, Painting Like a Dream. That's enough to feel so strong.